und wie der eigentlich aussehen soll, das zeigt uns jetzt Alexander Beresch aus der Ukraine. Derselbe Sprung, aber die Landung ohne zu zucken, äußerst schwierig nach 3 Vorwärtsrotationen. Da ist eine hohe Drehgeschwindigkeit vonnöten, um überhaupt diese 3 Rotationen zu vollenden. Und dann aber auch den Punkt zu finden, um zu öffnen, um die Landung vorzubereiten. Äußerst schwierig. Und ich nehme es vorweg, belohnt wurde er dafür auch erstklassig. 9,812 Punkte für diesen Sprung bekam Alexander Beresch und schob sich damit auf Rang 2.